Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von meinem kleinen Handarbeitstagebuch Paddys Wollzeit. Mein Name ist Patricia und ich freue mich, dass du den Weg zu mir hierher gefunden hast. Ich wohne hier im wunderschönen Oberschwabe oder auch zur Grenze ans württembergische Allgäu, so wie ich immer gern sage. Obwohl, so schön ist es im Moment nicht mehr. Es regnet relativ viel bei uns. Ja, ist einfach so. Von daher ist auch die Beleuchtung bei mir nicht so. Ich muss mir hier für die Ecke mal was einfallen lassen. In der Küche hatte ich heute keine Lust aufzunehmen und habe gedacht, ich bleibe heute hier im Wohnzimmer. Ja. Ich hoffe, das stört nicht so sehr, dass die Lichtverhältnisse nicht optimal sind, aber ich mache das nur als Hobby und nicht als Beruf. Genau. Ich möchte mich als erstes bedanken für die neuen Abonnenten, die zu mir gefunden haben. Natürlich auch die, die schon seit Anfang an dabei sind und die, die immer wieder mal reinschauen. Seid mir herzlichst willkommen und ein liebes Hallo an alle. Natürlich dann ein liebes Dankeschön an die Kommentare unter meinen letzten Videos. Waren doch einige und das hat mich sehr gefreut. Und auch für die Daumen nach oben. Ja, ich sag's mal wieder dazu. Dies ist so eine Dauerwerbesendung, denn alles, was ich zeige, habe ich selbst gekauft, wenn ich was geschenkt bekommen habe. Das zeige ich natürlich oder sage ich dann auch dazu und man könnte sich ja vielleicht dazu verführt fühlen oder denken, oh, ich möchte das auch haben. Genau. So, dann würde ich sagen, lege mal los. Ich habe was fertig bekommen und ich habe Fortschritte und ich habe was aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Oder wieder rausgeholt, sozusagen. Ja. Lege mal mit dem los, was fertig geworden ist. Und zwar sind die Socken fertig geworden für die Kellnerin, die ich, wo ich gesagt habe, da stricke ich gerade Socken. Und die möchte ich jetzt dann demnächst abgeben. So, da sind sie. Ja, die Farben sind jetzt zwar nicht optimal, aber ja. Wenn ich es fotografiere, vielleicht kriege ich dann die Farben richtig eingefangen, aber im Moment ist es sehr schwierig. Naja, also eine Schuhgröße 37, also zwischen 6 und 37, das ist jetzt sogar noch ein bisschen größer. Eine gute Schuhgröße 37 mit einem handgefärbten Garn von einer lieben Freundin, das ich mal geschenkt bekommen habe. Und einer verstärkten Herzchenferse in dunkelblau, einer blauen Bandspitze. Fangen wir aber von vorne an. Ich habe 15 Maschen pro Nadel angeschlagen, habe nach dem Anschlag eine Runde komplett rechts gestrickt, habe dann ein rechts verschränkt, ein Linksbündchen gestrickt und dann praktisch beim Nadelspiel praktisch immer die letzte Masche habe ich dann links gestrickt. Ja, und hier beim Marker war ich das letzte Mal und habe natürlich den zweiten fertig. Ja. Und wie gesagt, die verstärkte Käppchenferse und eine ganz normale Bandspitze. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt hier praktisch die Seite runterstricke und dann nachher praktisch so rüber weiter stricke, stricke ich hier auch die erste Masche immer links. Weil ich finde, es gibt einfach ein schöneres Maschenbild, wenn auf beiden Seiten eine linke Masche läuft. Ja, ich habe von dem Knäuel, vielleicht kann ich es jetzt hier in der Kamera vielleicht so besser zeigen, die Farben. Yay.
Will nicht. Das mag nicht. Ich habe mir das gleich halbiert. Nee. Also für Farben ist halt kein gutes Licht. Tut mir leid. ja, das habe ich wie gesagt übrig. Die wasche ich jetzt noch und dann gebe ich sie her. Ja, sonst gibt es nichts damit groß zu sagen. Ja, ich stricke es meistens, also meine Socken stricke ich generell auf 2,5er Nadel oder wenn das Garn ein bisschen dünner ist, auf 2,25er Nadeln. Genau. Das sind die Socken. Und natürlich geht es nicht ohne Socken. Ich habe noch mal eins angefangen, aber gerade nur eins und ein Bündchen. Und zwar, zieh es bloß schön wieder runter, dass es nicht so sich so dehnt. Habe ich, ja genau, das Unigarn ist von online, ein Online-Garn. War das mit irgendwas mit Seide, das ist so total weich. Ja, und zwar das zweite, was ich jetzt angefangen habe, ist hier ein Bündchen. Genauso wie vorher, beim anderen auch. Ein rechts verschränkt, eins links. Die erste Runde in glatt rechts. Die sei mit 18 Maschen, da die Socken für meinen Sohn werden. Stricke ich die diesmal mit den Adi Novelle. Das sind ja 3 Nadeln. Und ich habe gedacht, die kram ich mir jetzt mal wieder raus und stricke damit. Und bevor ich jetzt hier weitermache, schlage ich hier das zweite noch an. Das Bündchen, das sind die Hayas auch in 2,5 in Magic Loop. Und dann der Rest der Socke werde ich mit, das Knäuel habe ich mir schon halbiert, mit der Lungauer Sockenwolle, mit der hier. Und zwar das Knäuel hier. Das sind wunderschöne Blautöne in heller Petrol und dunkelblau. Ja, nee, die Kamera fängt es nicht gut ein. Ich denke, wenn ich mal ein Stück gestrickt habe und mal wieder ein besseres Licht ist, werde ich es dann nachher gut einfangen können. Aber im Moment, tut mir leid, gerade nicht. Ja, damit werde ich anfangen. Ich mache immer so, dass ich das Bündchen eigentlich gern immer absetze, zwischendurch dann nachher mal gern die Ferse oder die Spitze dann nachher vorne. Ja, je nachdem, wie ich da gerade Lust dazu habe. Mache ich das eigentlich total gern. Das wird dann nachher eine Größe 5,46, was ich strick. Von daher wird ihr das Passock natürlich auch öfters noch in der Kamera sehen. Jo, und wie gesagt, das habe ich mir heute halbiert, damit ich dann nachher beide Socken relativ parallel stricken kann. Ja, und bevor ich es vergiss, was habe ich an? Ich habe heute mein Tuch Belated Harvest an, eine Anleitung von Sandra Bouffet von Maschengedöns. Das Tuch war mal im Rahmen des Kunkelkals schon vor längerer Zeit und da habe ich mitgemacht. Und im Moment, wenn das so kühl ist, trage ich Tücher unheimlich gern so. Damals hat man, wo hat man denn angefangen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, hier. Hier am Zipfel hat man damals begonnen und hat man sich eben hier durch verschiedene Muster mit glatt rechts und wieder anderen Mustern durchgestrickt. Ein asymmetrisches Dreieckstuch und hatte nachher hier hinten aufgehört. Also man hatte nachher zum Schluss die Kante hier zum Abketten. Jo. Und
war die falsche Seite gezeigt? Also so. Genau. Jo. Und im Moment, wenn es gerade so frisch ist, trage ich das Tuch gern. Den Pullover habe ich abgeleitet von dem Tuch Rockefeller von Stephen West. Es gibt so eine ähnliche Pullover-Anleitung, das habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe praktisch mir hier eine Rundpasse gemacht, habe dann halt die Maschen hier verdoppelt und habe dann einfach noch ein Stück runter gestrickt und ja, mir daraus dann einfach in glatt rechts weiter runter so einfach einen Pulli gemacht. Und hinten habe ich mir dann verkürzt hier hinten noch ein paar so rein eingestrickt, damit es hinten ein bisschen höher kommt. Und ja, hoffe, das hat man gesehen. Ja, genau. Ach, den trage ich im Moment auch total gern, weil er hier einfach so angenehm ist. Ja, anziehen. Oh, ich fritz gerne an den Hals, wenn es einfach so frisches Wetter ist mit Regen, mit Nebel schon am frühen Morgen und einfach, ja, der Herbst ist da. Genau. So. Dann geht's, würde ich sagen, weiter mit meiner Jacke Dagi. Und zwar habe ich letztes Mal, glaube ich, zum Colorwork gar nichts gesagt, wirklich. Und das möchte ich dann nachher gern auf jeden Fall machen. Gibt es ein bisschen was zum Erzählen. Sie ist noch nicht fertig, aber schon ein ganzes Stück gewachsen. Ja. Und wie man sieht, ist sie geschnitten. Das letzte Mal war ich, was ist denn der Marker? Das klappt sich noch alles um. Hier, es hat also nicht mehr viel gefehlt, bis zum Körper runter. Und dann, als ich den Körper soweit hatte, habe ich die Nadeln drinnen gelassen, habe angefangen, den Kragen zu stricken. Da habe ich dann angefangen, die Maschen aufzunehmen und ein Stück hoch zu stricken, noch nicht alles. Und dann habe ich angefangen zu stiegen. Aber das hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet. Und zwar habe ich angefangen, mit der Nähmaschine das zu machen. Das sieht man nicht mehr richtig. Und das hat aber nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir Videos dazu angeschaut. Ja, meine Naht, die lief nicht gerade, weil ich das Auto nachher durch das Grau nicht gesehen habe, sondern lief irgendwie Schlangenlinien, habe ich gedacht. Dann habe ich es nochmal probiert. Und es war immer noch nicht gut. Dann bin ich hingegangen und habe das tatsächlich mit einem dickeren Faden, den ich mal hatte für so Taschenbesticken. Das war mal so ein Set. Hatte ich noch was da? Bin ich hingegangen und habe das dann nachher von Hand abgenäht. Hier, der. Oh, weiß jetzt, sieht man es gleich. So ein rosanen Faden ist das. Da bin ich dann nachher mit der Nähmaschine nochmal drüber. Das habe ich an beiden Seiten gemacht. Und bin dann nachher hier nochmal mit der Nähmaschine drüber und habe das dann aufgeschnitten. Habe dann im Anschluss den Kragen so hoch gestrickt, wie ich ihn gern möchte. Habe dann von außen so, wo ich dann nachher auf der Außenseite wieder war, eine Reihe links gestrickt. Dann nachher nochmal die Länge dazu, sodass ich einen doppelten Kragen habe. Hab das abgekettet und habe das innen angenäht. Aber bevor ich das innen angenäht habe, habe ich mir die Kordel gemacht.
Und die Kordel geht nicht komplett durch, sondern ich habe die Kordel erst gestrickt, war aber so. Schlangenlinie, hat mir nicht gefallen. Dann bin ich hingegangen, habe geschaut, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für so eine Kordel. Und habe sie dann gehäkelt. Aber fragt nicht, das war ein... Naja. Und habe dann das hier innen reingezogen und habe das gleich hier am Anfang auf der Innenseite vernäht. Also wenn man das zieht, man kann das nicht durchziehen, sondern ich habe das nur hier, wo ich es eingezogen habe, praktisch dann gleich hier ist eingezogen und gleich hier habe ich es dann nachher mit einigen Stichen genäht, so dass, und habe das auf der anderen Seite auch gemacht, so dass die Kordeln fest verbunden sind. Und dann habe ich mit einem I-Cord die ganze Jacke eingefasst. Da habe ich mir auch noch mal ein Video dazu angeschaut und habe das in einem Weinrot eingefasst. Also man sieht, das ist noch nicht perfekt. Ich hoffe, nach dem Waschen sieht es dann nachher schöner aus. Habe es dann ringsherum eingefasst. Ja, das Colorwork, jetzt sieht man das auch innen. Da bin ich in eine halbe Nadelstärke hochgegangen. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe oder nicht. Und habe das Colorwork praktisch mit einer 3,5er gestrickt. So sieht es innen aus. Und so von außen. Das war ja letztes Mal fertig, aber ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ja, dann war am Sonntag die Kunkelstube. Da habe ich dann nachher schon angefangen, den Arm hier zu machen. Aber gerade erst angefangen. Ich hatte hier angefangen und habe gemerkt, oh, der Arm ist aber zu groß. Dann habe ich gestern noch mal einige Runden zurück aufgezogen und das sieht auch noch nicht perfekt aus. Aber das juckt nachher nicht. Also mich stört's nicht. Habe dann angefangen, auf jeder Seite 2 Maschen abzunehmen. Und jetzt habe ich die Maschenseite, die ich brauche, wo mir gut passt, und jetzt kann ich das Colorwork stricken und es dann mir auch anpassen an meinen Arm. Jo, die Jacke stricke ich aus der Finkhof Dünn. Finkhof ist eine Schäfereigenossenschaft. Jetzt habe ich ein Haar. Pep, am Mund. Nicht so toll. ich habe doch die Banderolen dabei. Genau. Und ich stricke die Farben. Eigentlich sind sie jetzt gerade alle hier drin. Das sind meine ganzen Farben. Aus dem Orange. Aus dem Bordeaux. Was hier im Arm bei euch ist, ist rot. Aber das ist ein wunderschönes Weinrot. Und das Natur. Und grau. Das sind meine ganzen Farben, die ich habe. Ja, so in etwa erkennt man es jetzt, das schöne Weinrot. Ja. Das sind meine ganzen Farben, die ich für die Jacke benutze. Und zwar hat die... Ja, ich erzähle das mal, die Lauflänge... Falls das stimmt, ich weiß es jetzt nicht sicher, anscheinend soll die 300 Meter auf 100 Gramm haben, aber kann auch sein, dass es ein falscher Druck ist. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist so das Schild von der Schäferei. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig seht oder ob ihr es gespiegelt seht. Genau, von der Schäferei Finkhof. Und die Farben, einmal Natur, Bordeaux, hellgrau, ach, gelb meliert heißt es. Ah, okay, orange, und ich dachte immer, orange meliert. Was ist denn gelb meliert? Soll das jetzt Natur sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es die. Ja. Gut.
So viel zur Jacke. Wenn Fragen sind, einfach unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich versuche dir nachher alles so gut wie es geht zu beantworten. Oder dann nachher im nächsten Video greife ich dir nachher die Frage nochmal auf und beantworte es dann. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich wieder auferleben habe. Und zwar, wenn ihr vielleicht schon das Video von Eva von Kunst und Knopfloch gesehen habt, sie hat es gestern schon in ihrem neuen Video erwähnt. Ich habe mit ihr letztes Jahr ein Tuch angefangen. Und zwar das Tuch Herbstblüte. Das passt ja jetzt wieder voll in die Jahreszeit. Achso, noch ganz kurz zu der Dagi Yagi. Jacke Dagi. Jetzt eine Anleitung von Knit for Passion. Genau. Und da ich habe eben anstatt der Kapuze, wo man hier sieht, habe ich eben einen doppelten Kragen gemacht. Jetzt hat mir das alles ab, was eigentlich hier oben bleiben soll. Das Tuch Herbstblüte ist eine Anleitung von Sandra Schmieding und besteht aus lauter wunderschönen Lesteilen. Genau. Das haben wir letztes Jahr gemeinsam mal angestrickt und dann nachher irgendwie nicht weitergemacht. Ihr hat ja die Farbe nicht gefallen. Ich war an einem Muster, wo ich gesagt habe, oh, da komme ich irgendwie nicht weiter, ich verstehe das nicht. Und dann irgendwie ist es dann nachher liegen geblieben. Eigentlich total schade, weil es ein wunderschönes Tuch ist. Wenn ich das jetzt hier raushole, auf der anderen Seite ist noch ein kleines Bild. Da sieht man nochmal ein Teil von dem Muster richtig, oder halt die Größe ungefähr nochmal. Also die ganzen Muster in ungefähr. Ja, ich muss es so hinhalten, sonst. Genau. Also, was ich weiß, ist das eine kostenlose Anleitung sogar. Und da bin ich dran. Ich stricke das Tuch mit Garnen, die mir mal die Ellie von Verstrickt und Zugenäht besorgt hat. Sie war mal auf einer Messe und habe ich gesagt, ach komm, war doch nett, wenn du mir mal noch Wolle besorgst und ich wollte da gerne was Geschweckeltes haben. Da hat sie mir einmal die zwei hier besorgt. Das Knäuel hier ist ein Ticken dunkler. Wie das hier. Das sieht man auch so ein bisschen. Und dann eines, wo sie selber mal gefärbt hat. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, war das mit Zwiebelnschalen oder was das war? Oder war das Weines? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Die zwei Knäule, die gespeckelten, sind von der Stoffladen, genau. Quiltkormer.de. Ich weiß aber nicht, ob es das noch so gibt oder nicht. Das ganz normale Zusammensetzung 75-25. Nur Speckels, handgefärbte Wolle steht da, mehr nicht. Ja. Genau. Und das ist es so. Also ich bin auch noch nicht so weit, aber schon ein bisschen. Letztes Jahr, wo ich es euch gezeigt habe, war ich schon der Marker hier. Jetzt kam praktisch das Muster noch dazu und jetzt fehlt eigentlich noch immer hier der Abschluss. Das ist immer so eine Trennung zwischen den einzelnen Mustern, immer hier die Trennungslinie.
Und ich finde es total schön. Also mir macht es Spaß. Ich werde das Tuch auf jeden Fall weitermachen. Eva, ich bin gespannt, für was für Farben du dich letztendlich entscheidest oder ob du sagst, du bleibst doch dabei. Ja. Genau, man fängt das Tuch hier unten an und strickt sich den nachher hoch. Ich habe jetzt noch, das ist vier, ich glaube drei Mustersätze habe ich jetzt noch. Das sind zwei, eins, zwei und das dritte ist der Abschluss, genau. Ich stricke das Ganze auf einer, das müsste eine Dreiernadel eigentlich sein. Schauen, ob ich es erkenne, ob man es sieht. Ach, eine 3,5er sogar. Okay. Auf einer 3,5er. Und ich finde das richtig toll. Und ich habe, eigentlich interessiert es kein Mensch, aber ich habe die Maschen, die Mustersätze vertauscht. Zuerst wäre eigentlich das hier gekommen und dann das, aber das habe ich irgendwie nicht gesehen und das ist doch eigentlich egal, interessiert eigentlich niemand. Ja, aber ich muss es euch nochmal zeigen, das sieht so toll aus. Und vielleicht kann ich das Muster wenig ranholen. Genau, so viel zu dem Tuch und das wächst jetzt auch immer so Stück für Stück. So wie ich gerade Lust und Zeit habe. Weil im Moment ist wirklich die Jacke hier im Vordergrund, dass ich die einfach gern fertig haben möchte. Jetzt ist die Zeit, wo ich sie anziehen kann und da stelle ich alles andere im Moment gerade ein bisschen in den Hintergrund. So immer, wenn ich mal Lust habe, stricke ich dann an dem Tuch weiter oder auch an den Socken. Aber Priorität hat einfach jetzt die Jacke hier, weil die möchte ich tragen, die möchte ich gern fertig haben. Und ja, wo du das in der Tasche, die ich mal bekommen habe, wo ich mal Wolle gekauft habe, da war das dann dabei. Ja, zudem fängt, oder halt so ein motivieren wir uns jetzt gerade in der Kunkelstube, jetzt ab 3.10. So ein bisschen mit Jacke stricken. Oh, einige haben gesagt, oh ja, ich hätte Lust, so eigentlich eine Jacke zu machen. Der andere, oh ja, ich auch. Und ich habe auch gesagt, ja, nochmal eine Jacke wäre eigentlich gar nicht schlecht. Aber zuerst möchte ich die fertig machen, bevor ich dann die neue anschlage. Und darum, ja, habe ich geschrieben in der Gruppe, ja, ich möchte aber im Rahmen von dem Jacke stricken, die fertig machen. Und dann möchte ich eine ganz schlichte, einfache Jacke machen. Und zwar meine Schwiegermama, die hat früher auch selber sehr viel gestrickt. Und sie hat noch die Jacken in Einzelteilen gestrickt. Und so eine möchte ich gern machen. In Einzelteilen und muss da mal schauen, weiß ich noch nicht. Oder ob es einfach nur glatt rechts hat. Oder ob ich danach sage, ich stricke irgendwie noch Zopf mit ein oder je nachdem. Da lasse ich mich einfach mal von mir selber inspirieren und schauen. Ja, gut. Das war's eigentlich schon. Mehr gibt's gar nicht zu erzählen. Ach so, ja, am 3. Nee, Quatsch, am 8. und 9. Oktober, also das Wochenende von Freitag bis Sonntag, Freitag und Samstag, 8. und 9. Oktober, glaube ich, das ist in Friedrichshafen die Nadelwelt. Dort werde ich sein. Zudem ist gleichzeitig auch in Vaterstetten das Wollfest, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe nach Friedrichshafen auf die Nadelwelt, weil ich für die Jacke noch ein Webband brauche für innen drinnen. Die Jacke bekommt ja noch einen Reißverschluss praktisch hier eingenäht. Hier und da brauche ich dann nachher noch ein Webband. Und da Friedrichshafen nicht so weit weg ist von mir,
möchte ich gerne auf die Nadelwelt gehen und mir da nach einem Webband schauen. Jo, genau, also falls jemand da hinkommt nach Friedrichshafen und würde mich freuen, wenn er mich den nachher vielleicht anspricht. Wenn jemand hingeht und sagt, oh ja, hätte ich Lust, ich bin am Samstag auf jeden Fall dort. Genau. Also, dann war es das jetzt schon wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ich bedanke mich natürlich noch fürs Zuschauen, ganz lieb. Lieben Dank dafür. Also, ciao, macht's gut!